Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen beim Easter Hack. Ich hatte darum gebeten, dass dieser Talk ganz am Anfang kommt, denn eigentlich war die Idee, dass das, was ich hier vorstelle, diesen Computer, dass der auch von Anfang an läuft. Aber es wäre nicht Chaos, wenn das schon wäre. Also, ich habe diese Kiste dabei. Ich möchte diese Kiste hier hineinbringen und sie soll euch Services geben. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist ein Computer, der Services startet und dann sind sie da. Warum aber das überhaupt vorstellen? Kleine Geschichte dazu. Es gibt ja sehr viele Events und jeder hat so seine Außenanbindung für das Internet und das geht mal rauf und das geht mal runter und mal ist es gar nicht da. Und man schaufelt sich gegenseitig die Daten weg und dann geht's halt nicht, was da alles draußen im Internet ist. Draußen im Internet haben wir Services wie Wikis, wie Textpads. Wir haben ein IRC und ein Jabber-Server und ein Key-Server und all diese Dinge benutzen wir jeden Tag irgendwie in irgendeinem Zusammenhang. Aber wenn wir zu solchem Event kommen, wäre es schön, wenn es auch lokal vorhanden wäre. Das ist eben die Lösung, dieser kleine Rechner, der sich hier in der Brotbox befindet. Auch nur auf einer Seite, ziemlich dünn und klein. Das ist ein Olimex. Und naja, wenn ihr kleine Rechner schon gesehen habt, dann seht ihr hier nicht viel Neues. Natürlich soll es alles ein bisschen offene Hardware sein und nicht viel kosten. Das ist der Punkt. Ja, ein kleines Board. Möglichst alles drauf, was man braucht. Irgendwie HDMI-Anschluss, Ethernet, zwei USB, Strom sowieso, Mini-USB und so weiter. Alles nichts Neues, wie gesagt. Ich möchte nur erreichen, dass auf jedem Event, wo ich hingehe, diese Services vorhanden sind und wenn Orga nicht Zeit hat, das alles noch zu machen, naja, letztendlich möchte ich eins machen. Ich möchte hier auf der einen Seite die Batterie reintun, auf der anderen Seite ist diese Kiste. Ich lege das auf den Tisch, es hat einen WLAN-Access Point, es leuchtet, ihr könnt sehen, es gibt eine Serviette. Ja? Also Serviette heißt das Teil, ihr verbindet euch mit der Serviette, ihr kriegt eine Splash-Page und die sagt, diese Services laufen auf dieser Kiste. Das könnt ihr benutzen. Also, wir wollen chatten, IRC, Jabber, wir wollen Dateien austauschen, FTP, das ist so was Altes, nicht? Ich weiß nicht, wird das heute noch benutzt? FTP, irgendjemand? 3, 4? Okay, die Älteren unter uns. Okay, aber auch es gibt andere Szenarien, wo man das eben einsetzen würde. Nicht nur hier direkt und bei der ganzen Sache. Ich habe mir angeguckt, zu welchen Events gehe ich eigentlich. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Crypto-Party. Yay, Crypto-Party. Also Web of Trust stärken, Keys unterschreiben und so weiter. Deswegen läuft auch ein Key-Server da drauf. Mit einem kleinen Unterschied zu allen anderen Key-Servern, wenn die installiert werden, die reden ja miteinander, die machen ein sogenanntes Gossiping und tauschen untereinander ab und zu Keys aus. Dieses hier ist per Default nicht dabei in dem Service, denn wir wollen eins machen. Wir wollen das erstmal lokal haben, wir wollen das nicht austauschen, weil, naja, es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, ich traue mich noch nicht so ganz, diesen Key, den ich da erstellt habe, in die offene, weite Welt zu machen. Zumal müssen wir den Leuten ja auch sagen, das kriegt ihr nie wieder raus aus dem Internet. Ne? Also, um das zu nehmen, damit wir das lokal haben, ein Key-Server. Schön. Was haben wir noch? Textpads, immer wieder eine schöne Sache, um kollaborativ am Text zu arbeiten. Für jedes Meeting, sage ich mal, eine gute Sache, wenn es darum geht, ein Protokoll zu erstellen. Alle können gleichzeitig am selben Dokument arbeiten und das erstellen. Manche von euch kennen das eher unter Google Docs vielleicht und so weiter, benutze ich selber kaum. Textpads finde ich eine schöne Sache, sehr intuitiv, einfach, schnell erklärt. Und der Hit natürlich bei jedem Meeting am Ende ist das Protokoll fertig. Ja, es sind nicht irgendwie Teildinge auf Blättern, die abgetippt werden müssen, per E-Mail gemeldet werden. Das muss jemand zusammenwursteln und der muss auch noch die ganze Zeit aufgepasst haben und im Kopf alles zusammen mixen. Textpad ist so generell die Klassifizierung, so heißt das. Die Software, die von Google kam, wurde dann unter Etherpad rausgegeben, kennt ihr. Es gibt auch die Abwandlung unter Piratenwiki oder nee, Pirpad, so. Und noch ein paar andere mit leicht verschiedenen Dingen. Das, was ich zurzeit hier verwende, ist titanpad.com. Dahinter sind ein paar Österreicher und die Server stehen dort. Ja, ein paar Leute, die ich kenne und deswegen vertraue ich überhaupt.
Des Weiteren auch ist ein ganz einfacher Service HTTP, wenn ihr im Wesentlichen seht ihr ein Verzeichnis und es gibt einen Button, der übliche Button zum Hochladen. Ihr wählt aus lokal, was ihr hochladen wollt, dann ist das in diesem Verzeichnis, das wird angezeigt in dem Verzeichnis und von dort könnt ihr wieder runterladen. Es ist super, super, super einfach, sollte eigentlich jeder so sehr schnell verstehen. Verstehe ich auch mal nicht, dass das sozusagen bei jedem Event da ist. Aber ich möchte ganz kurz auch noch den Sprung wagen. Also mir geht es nicht darum, euch hier so ein Ding zu verkaufen. Also es geht mir nicht darum zu sagen, hier, diese Hardware müsst ihr nehmen und das müsst ihr installieren und das könnt ihr bei mir kaufen. Ich will kein Verkäufer sein, ich will euch nichts verkaufen. Die Service gibt es alles, kann sich jeder selber zusammenstellen. Ich will das nur bereitstellen, damit vielleicht ein paar von euch das auf irgendeiner anderen Hardware rennen lassen und vielleicht solch eine Schachtel mitnehmen zu einem Event. Und der Effekt wird hoffentlich sein, dass in jedem Raum irgendwie so eine Serviette läuft. Und wenn das passiert ist und alle Leute erwarten bei einem Event, da gibt es doch in jedem Raum zumindest so eine Serviette, damit man lokal was machen kann, dann habe ich gewonnen. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, also es geht nicht darum, das darf alles andere Hardware sein und anders zusammengestellt sein. Und ich muss mich mal kurz einloggen, okay. Also das war das große Ziel von der ganzen Sache. Es geht mir nicht darum, dass wir auf jedem Event miteinander kommunizieren können und dass wir diese Sachen rausnehmen. Wir brauchen eine dicke Bandbreite nach draußen, um Services außerhalb zu nutzen, um uns auszutauschen. Das hoffe ich, dass wir das wegkriegen und dass wir sozusagen viele lokale Inseln haben. In jedem Raum ist ein so ein Ding. Und wenn diese dann noch in das lokale Netz gehen, per Ethernet zum Beispiel, dann kann man sich auch untereinander noch austauschen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie ich bei diesem Teil hier den Font größer mache. Ich glaube, ihr habt keinen Spaß da, das zu sehen. Ich brauche dich mal ganz kurz hier. Ja. Genau. Gibt es eine, ich wiederhole die Frage, damit man den Kontext nachher hat. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten nachher einfach wieder runterzusaugen? Ja, also die sich da so während des Events angesammelt haben? Definitiv ja. Aber je nach Szenario gibt es eine andere Einstellung dazu, welche Daten behalten werden und welche nicht. Ich sage erstmal so, der Default-Setup ist so, alle Daten, die sich ansammeln, sind leider futsch und weg, wenn diese Kiste resettet wird. Das ist gut und schön so, wenn jemand sagt, ja, jetzt ist es vorbei und wir schalten die Kiste ab. Aber wie immer das ist, ne, jemand stolpert über das WLAN-Kabel oder eben die Batterie und das Ding geht aus und dann ist alles, was man gerade erarbeitet hat, weg. Das ist nicht so der Hit. Deswegen, generelles Konzept von Daten, die sich ansammeln. Jeder Service sammelt seine Daten unter einem User und man wählt dann aus, welche dieser User-Daten gespeichert werden. Also bei dem einen Szenario ist es sinnvoll zu sagen, wenn die Leute sich zum Beispiel bei SSH einloggen und sich einen Key erstellen und dann rummachen, sollte man vielleicht retten, denn eventuell die Leute wollen das dann weiterarbeiten. Ebenso an dem kollaborativ erarbeiteten Textpad, wenn man da ein Protokoll erstellt, das soll nicht sofort weg sein. Ja. So. Auf der anderen Seite kann man eben sagen, wir wollen ganz super sicher sein, es soll nicht jemand irgendwie das Ding greifen können und damit wegrennen und wenn man es wieder anschaltet, sind alle Daten wieder da. Also das muss man selber entscheiden. Und wie man das nachher macht mit einem Backup-Skript, dass das automatisch rausnimmt oder ob man eine zweite SD-Karte nimmt, auf die man die Sachen abspeichert, das müssen wir alle noch ein bisschen ausprobieren. Also definitiv, das ist kein fertiges Produkt, das ist alles Testphase. Wir wissen noch nicht, welche dieser Boards nachher wirklich performt. Wir haben das mal in der Linux-User-Group gemacht in Mönchengladbach. Da waren wir 20 Leute und waren immer so etwa 12, 13, 14 Leute eingeloggt und haben was gemacht ab und zu. Das hat funktioniert. Das ist schön. Aber wie ist es jetzt auf einem solchen Event wie diesem hier, wenn jetzt 50 Leute eingeloggt sind oder eben 150? Das müssen wir alles noch ausprobieren. Und an dieser Stelle ist es eigentlich so die Frage an euch, habt ihr ein Board? Möchtet ihr es ausprobieren?
dann wollen wir mit euch diese Pakete zusammenstellen, dass ihr es installieren und rennen lassen könnt. Und wir wären sehr dankbar für euch, wenn ihr ein bisschen Feedback geben könnt. So, da ich garantiert was vergessen habe, muss ich mich mal kurz einloggen und auch mal ein bisschen nach der Zeit schauen. Oh, okay. Ich höre in 5 Minuten auf und möchte dann noch ein bisschen Q&A. Ich möchte eure Ideen dazu haben. Und dann so gegen 9:30 hören wir auf, machen 10 Minuten Pause wegen Input und Output. Ne? Ihr kennt also Clubmate holen, Clubmate wegbringen. Und dann geht es weiter mit Kryptokram. Gut, jetzt werde ich mich mal ein bisschen beeilen. Ach, was haben wir für ein Keyboard? Ah, ein gutes Keyboard. Sehr schön. Der ist neu. Aha. Na gut. Wenn dann, dann die Daten eh bei dir auf dem Ding, ne? Gut, dann hole ich sie mir von dort. Hm. Ja, das ist einer der Gründe, wie man sieht, dass man lokales Netz haben will. Passiert nicht viel. Okay, das ist sehr langsam. Hallo? Dein U funktioniert nicht. Ctrl-U. Ctrl gar nichts. Ctrl überhaupt nichts. Ach, okay, das steht natürlich nicht drauf, dass die vertauscht sind. Okay, ich muss mal kurz umdenken. Gut, dann rufen wir das mal raus hier. Ich muss mich echt ganz kurz umgewöhnen hier an die ganze Geschichte. Boah, das ist das weich. So. Ja, wir haben das neulich vom Wochenende in Chemnitz auch schon nochmal gezeigt. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Genau. Wow. Gut. Im Wesentlichen die paar Szenarien habe ich schon genannt irgendwie. Ich denke mir, ihr könnt das auch euch ein bisschen denken. Im Wesentlichen komme ich jetzt zu dem Teil, ich möchte ja euren Feedback haben. Wir haben in Chemnitz schon ein paar Vorschläge erhalten, was man noch damit machen könnte. Alles noch nicht umgesetzt, weil eine Woche Zeit ging nicht. Ein Feedback, den ich bekam, fand ich sehr sinnvoll. Und zwar geht es um Wahlsysteme. Ja. Voting. Achso, du hast keinen Shortcut für größer, kleiner? Ctrl-Shift. Minus. Nö. Nö. Plus, nix. Okay, dann müsst ihr damit leben. Tut mir leid. Ein Wahlsystem. Also immer, wenn man sich trifft und so und man sagt, ja, wir sind ja ganz super demokratisch, wir wollen wählen und bei der Wahl kennen wir ja, es soll alles so ein bisschen digital sein, Wahlmaschinen, aber eben trotzdem anonym sozusagen. Es gibt diese Systeme auch, dass wir die verwenden können, schon eine ganze Zeit lang. Der Mensch, der das gemacht hat, nur so als Nebenbemerkung, hat das gewissen Regierungen vorgestellt und alle Regierungen haben gesagt, oh, da wissen wir ja gar nicht mehr, wer was gewählt hat, das wollen wir nicht. Bitte denkt darüber nach. Ja, auch was ist an Materialien schon vorhanden? Wir wollen natürlich gerne, weil Platz ist, auf der SD-Karte schon ein paar Dinge unterbringen. Manche Leute wollen einfach auch schon von vornherein ihre Schulungsunterlagen dort unterbringen. Das ist natürlich total sinnvoll. Muss man nur halt eben hochladen. Eins kam auch, NetHack, soll es das geben? Habe ich sehr spontan gesagt, ja, natürlich muss es das geben. Man muss schließlich an diesen Dingen lernen, wie man die Tastatur bedient, richtig? Genau. Generell, warum nehmen wir so ein spezielles Board? Warum nehmen wir nicht einen kleinen Computer, den jeder in der Tasche hat?
Sehr, sehr okay Frage, ne? Also warum nicht darauf? Ich hoffe, dass das einmal möglich sein wird. Also wer sein Gerät routet und ein paar Pakete installiert, der könnte das Ding einfach auch so auf den Tisch legen und sagen, ich mache hier einen Local Access Point und schon habt ihr eine Serviette. 5 Minuten, okay, danke. Gut, hier gibt es noch ein paar weitere Sachen. Ich denke, ihr könnt selber lesen. Ja, die meisten erklären sich mehr oder weniger selbst, zum Beispiel, dass man Webproxy drauf tut oder das Ganze als OwnCloud verwendet. Ein Touchscreen dazu packen ist für Präsentationen sicherlich auch eine ganz coole Sache. Und genau, BitTorrent zum Beispiel, Pastebins sind auch etwas, was sicherlich fast jeder hier kennt. CalDAV und CalDAV Client, das wollte ich eigentlich diese Woche ausprobieren, ist ausgefallen. Und irgendwann natürlich fragt man sich beim Packaging, wie will man es machen? Möchte man vielleicht ein Docker-Image machen oder was ähnliches? Genau. So, und jetzt 5 Minuten. Ich möchte eure Ideen. Ich möchte einfach sehen, ob hier nicht noch was fehlt. Denn da ist der Erste, der sich meldet. Yay. Hi, ich bin Freifunker und ich würde es total gut finden, wenn du das Ding schon mit WLAN ausgestattet hast, dass das, wenn du mehrere von den Teilen aufstellst, dass die miteinander meshen und miteinander reden können. Freifunk-Meshing, ja, natürlich. Ups, bin nur noch da. Ja, Freifunk-Meshing, warum eigentlich nicht? Gleich mal dazu schreiben. Mit USSR oder mit irgendwas anderem? Batman. Mit Batman. Na, 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 na. Batman. Ja, okay, das war schon die erste Sache. Fehlt. Warum eigentlich fehlt es? Keine Ahnung. Anscheinend, das ist genau die Sache, deswegen bin ich hier. Man kriegt nach einer Weile so den Tunnelblick und weiß gar nicht mehr, was noch alles geht. Genau. Noch eine. Da gleich die nächste. Hattest du dir mal die Piratenbox angeguckt? Piratenbox angeguckt, wollte ich immer, haben sich andere angeguckt, haben die anderen erledigt. Weiß ich zu wenig drüber. Also ich habe es nicht selber in der Hand gehabt, ja. Ich weiß natürlich, dass es existiert, auch sowas wie Freedombox und ähnliche Boxen, die eben was tun und was übernehmen. Hey, heck, wir schreiben es natürlich dazu, also Firebox, Freedombox. Also einfach mal, welche von diesen Sachen können wir eigentlich übernehmen? Das müssen wir uns natürlich mal angucken, ja. Danke dafür. Weitere Sachen. Eigentlich erwarte ich ja solche Sachen wie, läuft dieses Spiel da drauf? Oder, also was benutzt ihr eigentlich so täglich irgendwie? Also ich kann zumindest sagen, wenn ihr SSH benutzt und euch einloggt, dann gibt es natürlich einen Window Manager wie Screen und Tmux, also den einen und den anderen. Dann gibt es auch den einen und den anderen Editor, und also beide. Und dann gibt es die eine und die andere Shell. Also im Wesentlichen, ich persönlich benutze das dann gerne für einen Workshop, um eben, wie gehe ich mit dem Terminal um, wie komme ich damit zurecht, mich remote einzuloggen, Remote Administration zu machen und so weiter. Das ist mein Umfeld, wo ich das eigentlich anwenden würde. Ah, genau. Okay, das muss ich unbedingt aufnehmen. Genau. Der Vorschlag ist, eine gecachte Webseite des Kongresses bzw. der Programm des Fahrplans aufzunehmen. Definitiv für den Kongress am Ende des Jahres eine Sache, die absolut wichtig ist. Jedes Mal habe ich mich darüber geärgert, ja. Man sitzt da irgendwie drin und was läuft denn da? Und das ist so gededost, dass das nicht zu sehen ist, weil es außerhalb liegt. Genau. Also lokale Mirrors sozusagen, ne? Mirrors of Schedule, genau. Also definitiv. Danke dafür. Jedes Mal, wenn ich dann dort sitze, weiß ich es wieder, aber genau. Nochmal? 1 Minute. Also falls ihr noch was habt, bitte schnell melden. Auch lustige Ideen. Alles willkommen. Chatroulette. Ich habe gesagt, ich nehme alles auf. Ich habe nicht gesagt, dass ich das wirklich mache. Aber warum nicht? Ich meine, das ist ja eine von den Sachen, wo Leute zusammenkommen. Warum sollte man das als Service nicht eben anbieten, auch lokal? Ne? Genau, warum eigentlich auch nicht? Ja, wir haben gesagt,
Wir machen um halb Schluss, also machen wir das auch, damit das auch im Sync bleibt mit den anderen Sachen. Ich empfehle euch jetzt, Input und Output zu erledigen. Ich hoffe, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Ich danke für euren Input. Ich bin auch weiterhin hier erreichbar. Auf IRC bin ich Sven G. Ich werde natürlich das mal hier verlinken und so weiter. Ich hoffe sehr, wenn euch noch was einfällt, dass ihr mich kontaktiert, sei es per E-Mail, per IRC oder eben persönlich. Und ich hoffe, wir sehen uns 10 Minuten wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Easter Hack und auf bald. Bis gleich nochmal.